In der Tat, wir haben jetzt hier eine neue Quest. Erneut sackt er an Maseras Lager. Oder er sagt jetzt doch? Nein, nicht Babel. Dann kann es jetzt eigentlich ja bloß Jet sein. Nee, ebenfalls nicht Jet. Der Typ da unten auch nicht? Warte mal, da drüben. Da habe ich doch eben ein blaues Ausrufezeichen gesehen. Aber was will er, sagt der Krokodilzüchter von uns? Ach, verehrter Herr Jin, hallo. Ich habe eine wichtige Sache, um die ich dich bitten will. Ganz wichtig. Immer mit der Ruhe, ich höre. Genau, ganz mit der Ruhe. Wir werden dir schon helfen. Mir ist eine Ladung von Waren abhanden gekommen. Oh nein, hat drei Ladungen Waren verloren. Nein, es war nur eine. Ich habe jemand außenstehend beauftragt, anahitianischen Segen zu liefern. Das war vor einer Ewigkeit. Habe nie die Waren erhalten. Vielleicht waren es diese Nordleute. Matriarch in Babel hat sie ja ins Visier genommen. Immer sucht sie nach Verrätern. Und seit Derfi und Azarek fort sind, werden sie immer aktiver. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Die Karawane mit anahitianischer Segen wurde zuletzt in dieser Gegend von den Wachposten gesehen. Ich hoffe, du kannst mir helfen, die Waren zu finden oder wenigstens herauszufinden, was mit der Karawane passiert ist. Gut, ich werde helfen. Die Karawane ist einfach von selbst verschwunden. Klingt, als wäre sie von Schurken ausgeraubt worden. Vielen Dank, dieses Fleisch ist für dich. So freundlich. Okay. Da kommt das Zeichen wie ein Dieb. Warte, ich glaube, ich muss das erstmal wieder anvisieren. Vor Wut kochende Feinde. Eine weitere neue Weltquest? Okay, okay, okay. Wenn die Fatui jetzt in der Sack wirklich mies gelaunt sind, dass er sagt, ihre Pläne hier in der Wüste sagt, so weit der Sack schief liefen. Tja, dann geben wir ihnen doch jetzt erstmal die volle Breitseite unserer Kraft. Who's our target this time? Feuer, Elektro, Geo und Hydro. Die ultimative Kombination. Tja, wie interessant ist das, sag jetzt eine neue Quest ist. Nachdem wir Sakya Lilupas Weltquest abgeschlossen haben, haben wir also jetzt das hier. Ah, bin mir allerdings wirklich nicht so ganz. Ach, nicht schon wieder. Wenn ich jetzt wieder Urkonstrukte bekämpfen soll, dann wird es langsam zu viel hier. So, untersuche den Ort. Ja. Juftens Markierung auf der Karte zurück, müsste es genau hier sein. Ja. Schauen wir mal nach. Okay, gleich. Der Helichol ist mir noch im Wege. So, jetzt aber untersuchen. Was? So, jetzt aber untersuchen.
Ein zerbrochener leerer Krug, noch nicht ganz vom Sand verschlungen, sieht so aus, als wäre er vor nicht allzu langer Zeit weggeworfen worden. Schau, dieser Krug ist noch nicht im Sand verschwunden. Die Vorräte liegen entlang der Handelsroute verstreut. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht haben sie ja noch etwas anderes zurückgelassen. Sollen wir weitersuchen? Hä, wer kämpft denn jetzt schon wieder hier? Ernsthaft? Shine down. Gotcha. Was ist das da hinten? Keine Ahnung, Paimon. Ich bin jetzt erstmal hier beschäftigt. Ich flieg schon mal voraus. So, was haben wir hier? Eine leere, zerbrochene Holzkiste liegt weggeworfen am Straßenrand. Hey, diese Kiste stammt sicher von der Karawane. Es gibt sogar das Symbol des Stammes. Und das Gelände hier eignet sich perfekt für einen Hinterhalt. Stimmt, man sieht sofort, dass dieser Ort gefährlich ist. Sie haben sich sogar die großen Waren unter den Nagel gerissen. Sie haben die Güter weggeschafft, aber die Kisten zurückgelassen. Hm, sie haben zwar viele Leute, um die Waren zu transportieren, aber offenbar nicht die nötigen Fahrzeuge, um die Kisten zu verladen. Oder es ist eine Falle. Hey, was denn für eine Falle? Haben sie einfach die leeren Kisten absichtlich zurückgelassen als Köder für andere? Als Köder für uns. Ah, da läuft Paimon ja kalt den Rücken runter. Sollten wir denn wirklich weitersuchen? Die Banditen, die die Karawane ausgeraubt haben, könnten immer noch hier in der Nähe auf Lauer liegen. Oh, Paimon, gefällt nicht, was du sagst. Aber du hast keine Angst. Aber da du keine Angst hast, sollten wir die Straße weiter erkunden. Tja. Schau, hier Lichole, die müssen... Ja, das müssen die Lichole gemacht haben. Lass uns... Ja, wir schlagen die erstmal hier in der Flucht. I will have order. Stabilize. Und dann sehen wir mal weiter. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Die Räuber sind entkommen. Mal sehen, was sie zurückgelassen haben. Hier gibt es nichts Besonderes. Tja, und hier drüben? Messe dich mir in einem... Es ist nichts mehr in einem Stück. Das macht Paimon echt wütend. Diese Helichole wissen wirklich, wie man Sachen zerstört. Moment, der Überfall kann hier nicht passiert sein. Aber die Helichole haben ihr Lager doch mitten auf der Straße aufgeschlagen. Schau mal, das hier ist doch der perfekte Ort für einen Überfall. Hier ist nirgendwo ein Wagen zu sehen. Bestimmt kein Frack weit und breit. Und auch auf dem Bau der Helichole sind keine Wagenteile zu sehen. Seltsam. Gehen wir weiter die Straße hinunter und schauen uns um. Na gut, aber wenn es nicht die Helichole waren, wer war es dann? Tja, das Ganze könnte, sag immer noch, eine ausgeklügelte Falle sein. Menschenskinder sein. Schau, da ist ein Teppich. Wo ist da denn jetzt ein Teppich? Ein guter Teppich, auf den Symbole von Tanit aufgenäht sind. Er ist übersät mit ominösen Flecken. Dieser Teppich. Seltsam. Sieht teuer aus. Wer würde so einen denn wegwerfen? Vielleicht gab es ja einen Überfall oder Kampf. Stimmt, so klingt's logisch. Die Karawane und die Räuber kämpften hier. Ein Teil der Güter wurde dabei zerstört, während ein paar andere, die noch in gutem Zustand waren, weggeworfen und im Chaos zurückgelassen wurden. Wieder einmal perfekt kombiniert, Detective Paimon. Hey, Paimon ist schließlich Paimon. Die Karawane und die Räuber kämpften, während sie die Straße entlang rannten. Sie kämpften und rannten bis zum bitteren Ende. Deshalb ist die Straße auch mit zerbrochenen Kisten und Krügen übersät. So ergibt das Sinn. Naja, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Hä? Dieses ganze Zeug wurde weggeworfen, nachdem die Räuber es erbeutet hatten. Ach so. Weil auf dem Weg keine Spuren eines Kampfes zu sehen waren. Ach
Ach so, hey, dann lag Paimon mit ihrer Vermutung ja nicht weit daneben. Etwa 90% richtig. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Zeit für Paimons Intuition. Findest du nicht, dass die Hinweise zu gewollt aussehen? Es ist, als ob sie uns gezielt leiten wollten. Er soll. Das ergibt doch Sinn, aber wir haben noch nicht genug Beweise. Hey, schau mal, da ist noch ein Wagen. Kaum noch zu erkennen, aber das Symbol von Tanit ist immer noch darauf zu sehen. Nur ganz schwach. Gut, dann können wir den Fall wo abschließen. Es ist ganz klar, dass die Karawane überfallen wurde und die Waren gestohlen wurden. Wir können nun zurückgehen und Juften Bescheid, Bericht erstatten. Gut, kämen wir zurück. Entschuldigt, aber könnt ihr da kurz warten? Hm, wer seid denn ihr? Wir sind Freunde von Jet. Wir danken euch für eure Arbeit. Wenn das so ist, Jets Freunde sind auch unsere Freunde. Wir sind hier gerade fertig. Lasst uns doch zusammen zurückgehen. Ha, nicht so eilig, liebe Freunde. Paimon, warte mal. Irgendetwas an denen ist faul. Jet hatte gehofft, dass ihr noch etwas länger in der Wüste bleiben würdet. Sie hat uns dann beauftragt, euch eine Weile unsere Gastfreundschaft zu gewähren. Es wäre doch eine Schande, ihre Freundlichkeit auszuschlagen. Phantom Hut? Paimon, versteck dich. Das sind nicht Jets Freunde. Klar. Das sind Attentäter. Wir haben euch einen Auftrag erhalten. Nimmt das alles nicht so schwer. Dann nehmt das in der Sack jetzt hier auch nicht so schwer. Denn wir sind beim besten Willen stärker als ihr. Tja, Buhanu, Attentäter der Goldbrigade. Du hast damit jetzt hier erstmal deine schlimmste Niederlage überhaupt. Einkassiert. Puh, das war knapp. Zum Glück sind wir super gut im Kämpfen. Die werden wir los. Kinderspiel. Danke für die Gastfreundschaft. Warum will sich bloß jeder Bösewicht mit uns anlegen? Sehen wir etwa wie leichte Opfer aus? Sie meinten, sie seien von Jet beauftragt worden. Glaube ich nicht. Und du glaubst ihm? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jet so etwas tun würde. Aber irgendwie muss sie da in etwas Größeres verwickelt sein. Hm, Paimon kann sich auch nicht vorstellen, dass sie so etwas tun würde. Was machen wir jetzt? Die Typen, die uns überfallen haben, kannten sie jedenfalls. Das kann nur bedeuten, dass es jemanden von ihnen im Stamm der Tanit geben muss. In diesem Fall ist gut möglich, dass sie uns im Visier nehmen, sobald wir zum Stamm zurückkehren. Sie werden das sicher nicht auf sie sitzen lassen. Und was Jet angeht, Paimon gefällt es auch nicht, sie zu verdächtigen. Aber da die Leute, die uns umbringen wollen, im Stamm sind, warum gehen wir nicht erst einmal weg? Aber Jet könnte in Gefahr sein, wenn wir einfach so gehen. Hm, stimmt auch wieder. Wir können sie nicht einfach so im Stich lassen. Gehen wir erstmal zurück, erwähnen Jet aber nicht. Hm, na gut. Paimon hat keine Angst. Wenn du dich so entschieden hast, dann soll es so sein. Gut, berichte Juften über das Ergebnis der Untersuchung. Tja, mal sehen, um was wir da jetzt in der Sakine hineingeraten sind. Will uns Sack jetzt vielleicht Materialchen Babel loswerden? Da wir jetzt Sack nicht mehr Lilopa haben, da sie sich Sack ihrer Vergangenheit gestellt hat, da sie Sack auch die Vergeltung Gurabats annahm und jetzt keine Macht mehr hat. Mal sehen. Ihr seid zurück? Was soll die Frage? Ist es so seltsam, dass wir wieder da sind? Keineswegs. Schön, dass du wieder da bist, verehrter Herr des Djinn. Ach ja, irgendwas Neues zur Karawane? Die Karawane wurde überfallen und die Waren wurden geplündert. Verdammt, das waren schon wieder diese Verräter. Ganz sicher. Verräter? Ja, die Verräter. Die stecken mit den Nordleuten unter einer Decke. Habt ihr sonst was rausgefunden können?
Wir wurden von der Goldbrigade angegriffen. Ja, wir waren gerade mit Untersuchung der Karawane fertig, als plötzlich diese Gauner von der Goldbrigade auftauchten und uns angriffen. Sie meinten noch, dass sie uns kennen würden. Oh ja, genau, das war's. Wenn das so ist, also hatten sie es auch auf dich abgesehen. Hier, deine Belohnung. Bitte erstatte Matriarchin Babel auch Bericht darüber. So schnell wie möglich. Wird gemacht. Bis zum nächsten Mal, verehrter Herr Shin. Tja, jetzt müssen wir, sag auch nochmal, der Matriarchin Bericht erstatten. Da bist du wieder, verehrter Herr Shin. Gibt es etwas, was du mir sagen willst? Juftens Karawane wurde von Verrätern geplündert. Ist das so? Nun, das wundert mich nicht. Die Nordleute aus dem Land des Schnees sind in unsere Gebiete eingedrungen. Viele Verräter sind ihren Verlockungen erlegen und haben sich gegen uns gewandt. Diese Leute stiften schon seit einigen Monaten Chaos mit ihren sporadischen Plünderungen. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Bitte fahr fort. Diese Verräter hatten es auch auf uns abgesehen. Genau, wir waren gerade mit der Untersuchung der Karawane fertig. Da tauchten plötzlich diese Schufte von der Goldbrigade auf und griffen uns an. Oh, diese verdammten... Anscheinend wagen es diese tollwütigen Hunde, selbst nach dem Verlust von Aderfi und Asarek, immer noch ihre Zähne zu fletschen. Wie macht es so? Ruht ihr euch hier erstmal aus? Ich werde für eure Sicherheit sorgen. Jet ist immer noch auf einer Stammesmission unterwegs. Wenn sie zurückkommt, werde ich sie damit betrauen, diese Angelegenheit gemeinsam mit euch zu untersuchen. Und bis dann werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um eure Angreifer aufzuspüren. Seid also bitte unbesorgt. Und da wäre noch was. Diese Schufte, die uns aufgelauert haben, schienen uns zu kennen. Sie könnten also vom Stamm sein. Das wäre nicht unmöglich. Aber es spielt keine Rolle. Ihr genießt den Schutz des Gastrechts. Und niemand wird euch etwas antun, solange ihr noch hier seid. Sollte jemand versuchen, euch innerhalb des Stammes Tanit schaden zu wollen, wer auch immer es ist, so wird ihnen der geballte Zorn der Matriarchin ereilen. Also ruhe dich erstmal aus. Ich werde mein Bestes tun, um dem Vorfall mit den Verrätern auf den Grund zu gehen. Außerdem werde ich Jet für dich im Auge behalten und dir sofort Bescheid geben, wenn sie zurückkommt. Danke, Matriarchin Babel. Nicht der Rede wert. Naja, ich denke eigentlich immer noch, sie will uns um die Ecke bringen. Schärft die Pfeile und packt die Schilde. Ja, ich denke, sagt doch, das war, sag mal, wieder eines... ihrer Vorhaben, uns um die Ecke zu bringen. Um dann wiederum an Lilopar ranzukommen. Denn wie er sagt, Lilopar selbst schon mal sagte, solange natürlich ihr Gebieter am Leben ist, bleibt sie, sagt auch bei ihren Gebieter. Und nur der Tod kann das ändern. Verehrter Herr Shin, ich muss euch dringend etwas sagen. Ich war auch schockiert, als ich zum ersten Mal hörte. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Hä, worum geht es denn? Sagt mir jetzt nicht, dass Jet, eine Verräterin sein soll. Das glaube ich, er sagt sowas von nicht. Jet, also ich hasse es, das zu sagen, aber es könnte sein, dass sie uns verraten hat. Na, sie ist, sowieso auch ein Dorn im Auge Babels. Sie ist, eine Freundin von uns. Sie hat uns bei unseren Abenteuern geholfen. Sie ist, uns eigentlich loyaler als, den Stamm. So könnte sie das, sehen. Und ja, dann ist da, immer noch die Sache, solange wir am Leben sind, bleibt, Lilopar bei uns. Und somit hat, Babel nicht die Macht des Djinns zur Verfügung. Hast du Beweise? Vor einiger Zeit haben wir einen Nordmann gefasst. Er kannte Jet und erzählt uns, dass sie ihm die Position all unserer Vorposten verraten hätte. Sollten wirklich all unsere Vorposten bekannt sein, würde dies das Vorgehen des gesamten Stammes Tanit in der Wüste völlig einschränken. Außerdem verriet er, dass Jet bereits mehrere Attentäter ausgesandt hätte und ihr Ziel seist du, der Herr des Djinn. Was, Phantom Heart, das ist doch... Sollte es wirklich stimmen, was dieser Kerl gesagt hat, dann muss Jet in ihrem Lager sein. Und jüngsten Berichten zufolge bewegen sich die Nordleute tatsächlich auf unseren Stamm zu. Sie haben einige unserer Wachposten umgangen und ihr Lager gefährlich nah aufgeschlagen. Was du erzählst, klingt eher nach Anzeichen als nach Beweisen.
Hier in der Wüste sollte man verdächtige Anzeichen niemals auf die leichte Schulter nehmen. Dass Jet eine Verräterin ist, ist dabei lediglich meine schlimmste Vermutung, gezogen aus den vorhandenen Hinweisen. Außerdem ist sie schon seit einer ganzen Weile nicht mehr zurückgekommen und ich mache mir ernsthaft Sorgen um sie. Also bitte verzeih mir meinen Verdacht, aber sie ist für mich wie eine Tochter. Stieftochter. Was auch immer mit ihr geschieht, ich bin dafür verantwortlich. Oder auch nicht. Und deshalb, verehrter Herr Deschin, ich flehe dich an, bring sie zu mir zurück, egal welchen Weg sie auch eingeschlagen hat. Ob sie nun lebt, um ihre Unschuld zu beweisen oder für ihre Verfehlung den Preis gezahlt hat, es spielt keine Rolle. Dann sag mir, wo sie sein könnte. Also, hat Jet uns wirklich verraten? Nein. Ich markiere die Position des Lagers der Nordleute auf deiner Karte. Orientiere dich einfach an diese Richtung, du wirst sie nicht verpassen. Ich werde sie finden, die Sache aufklären und sie zurückbringen. Es tut mir leid, es ging alles so schnell. Selbst mir fällt es schwer, eine solche Wendung zu akzeptieren. Bitte bringen Sie mir zurück, damit ich persönlich mit dir sprechen kann, ja? Verstanden, das werden wir. Matrachen Babel macht sich wirklich Sorgen um Jet. Oder ist einfach nur gespielt, Paimon. Die Wardreuer sagt von vornherein nicht gerade sehr vertrauenserweckend zu uns gewesen. Aber Ben ist, er sagt, noch hier. Und das Lager der Fatui ist also dort oben.